Moin, meine Freunde, willkommen zum Feedback Sonntag. Die heutige Folge wird sich ein kleines bisschen mit Köln 3107 beschäftigen, denn es gab eine gewaltige Demonstration dort vor Ort und diese war quasi gegen den Putschversuch in der Türkei und natürlich für die Demokratie. Und dieses Thema ist sehr, sehr interessant und ich möchte es quasi nur ganz kurz mit euch durchgehen. Also eigentlich weiß ich nicht, wie kurz das jetzt werden wird. Ich hoffe zumindest, dass ich euch meine Punkte sehr schnell näher bringen kann. Denn eigentlich habe ich heute schon den Feedback-Sonntag aufgenommen. Ich habe dann die Dateien geschnitten und gemerkt, irgendwie kommt nicht die Message rüber, die ich eigentlich übertragen wollte. Beziehungsweise war es eher so, dass ich im Verlauf des Tages sehr nachdenklich war und Jan hat schon gemeint, was denn los ist, warum ich denn so viel auf Twitter und so weiter gucke und so dermaßen abgelenkt bin. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dass mich die Situation dort vor Ort bzw. das Gesamtgeschehen doch sehr mitnimmt und ich dann überlegt habe, nehmen wir es nochmal neu auf. Der Grund dafür liegt natürlich im Verständnis, was eigentlich passiert ist, beziehungsweise wie es da vorgeht. Ich bin zumindest sehr glücklich, dass die Demonstration anscheinend relativ friedlich abgelaufen ist. Klar gab es den einen oder anderen Stress, aber grundsätzlich gab es wirklich keine Toten oder sowas, sondern auch nur wenig Verletzte, wenn überhaupt. Also das ist schon mal etwas Positives. Der negative Punkt ist nun folgendes. Und zwar habe ich persönlich die Meinung, dass der türkische Präsident sehr, sehr manipulativ ist, okay? Der Erdogan ist in der Lage, Menschen in einem anderen Land zu beeinflussen und dazu sie zu demonstrieren, obwohl er jetzt auch nicht so der Demonstrationsmain ist. Das bedeutet, wenn man etwas über diesen Mann sagen kann, dann ist er definitiv in der Lage, Massen zu bewegen. Wie das Ganze nun funktioniert und was man davon halten soll, ist etwas anderes. Ich persönlich habe mir, und deswegen habe ich das Video auch neu gedreht, auch gedacht, dass ich natürlich eine ähnliche manipulative Wirkung habe. Das bedeutet, das, was ich jetzt sage gegen ihn oder für ihn oder gegen die Türkei oder für die Türkei, beeinflusst natürlich sehr. Beziehungsweise euch jetzt als Zuschauer. Und ich habe mir gedacht, wenn ich über politische Themen rede, dann soll es ein objektiver Standpunkt sein. Oder halbwegs objektiv. Ganz objektiv geht gar nicht. Und ich möchte euch nicht bitten, eine Seite zu wählen, sondern nachzudenken, okay? Für mich ist es entscheidend, dass man permanent die Frage warum stellt, andere respektiert und ganz wichtig auch anderen zuhört. Die 30.000 Menschen, die sich dort versammelt haben, denen gilt es zuzuhören. Auch wenn natürlich die ein oder andere seltsame Meinung dabei war und zu denen kommen wir quasi noch, möchte ich euch die Botschaft vermitteln, dass es entscheidend ist, aus welcher Sicht man welches Thema behandelt. Zum Beispiel diskutiere ich manchmal mit meinem Vater. Wie viele wissen, komme ich aus Russland, das bedeutet mein Vater ebenfalls. Naja, und als die Krim-Krise war, hatte er ganz andere Punkte und Argumente zu nennen, als es die Medien taten. Denn ein Punkt, der häufig vorgeworfen wird, den auch Flo mehr oder weniger begegnet ist, das Wort Lügenpresse. Er wollte wahrscheinlich in Ruhe welche interviewen und das auch auf ganz ehrliche Art und Weise. Und das Wort Lügenpresse wird einem entgegengeworfen. Und ja, Medien manipulieren. Und es ist wirklich entscheidend, aus welchem Land oder aus welcher Region dieser Bericht kommt. Das heißt, wenn mein Vater versucht, eine politische Situation zu verstehen, schaut er die westlichen Medien, die wir natürlich alle mitbekommen, oder viele von uns. Und dann schaut er natürlich, was aus Krim direkt kommt oder was die russischen Medien schreiben. Der Standpunkt, und ich sage mal, der Sendeort ist sehr, sehr entscheidend, weil Dinge wirklich anders gesehen werden. Erdogan-Mitglieder oder Befürworter haben ihre Argumente. Es mag natürlich sehr, sehr seltsam sein und viele würden sagen, ja, der tretet die Grundrechte und die Menschenrechte mit Füßen. Und auch diese Aussagen sind in Köln vertreten gewesen. Für mich persönlich ist es aber wichtig, genau beiden Seiten zuzuhören. Denn das macht nämlich Demokratie aus. Ja, das Wort Demo ist ja quasi schon drin, dass man rausgeht auf die Straße und seine Meinung kundtut, vorausgesetzt, sie ist natürlich in den Menschen- und Grundrechten konform, ist total okay. Und Demokratie ist auch eine Regierungsform, die alles andere als perfekt ist. Sie hat unfassbar viele Reibungsformen und diese Reibungspunkte sind die Stärke der Demokratie. Das bedeutet, miteinander zu diskutieren ist sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen miteinander zu diskutieren in unterschiedlichen Zeiten. Das bedeutet, die Menschen, die gerade auf die Straße gehen, beziehungsweise dass solche Situationen überhaupt entstehen, liegt in der Emotionalität. Das Thema Türkei kann gerade nicht objektiv betrachtet werden, weil die Menschen unfassbar aufgewühlt sind und aufgebracht. Dort hat gerade ein Militärputsch stattgefunden. Und auch wenn das Ziel des Absetzens eines Diktators ist, wie viele sagen, ist es trotzdem ein gewaltsamer Akt und die Leute sind aufgebracht. Unaufgebrachte Leute sehen natürlich Dinge ganz anders. Und das ist auch gleichzeitig ein Nachteil der Demokratie. Wann eine Entscheidung oder wann eine Partei gewählt wurde, hängt wirklich von dem Gefühl der Menschen zu dieser Zeit ab. Nehmen wir mal als Beispiel, was auch dort besprochen wurde, die Todesstrafe. Die Todesstrafe ist ein Konzept aus dem Mittelalter, gell? Sie ist sehr alt. Vor nicht allzu vielen Jahrzehnten hätte es auch, wenn es demokratisch abgestimmt worden wäre, in Deutschland eine Todesstrafe gegeben, weil viele Leute dafür sind. Es gibt etliche Interviews, wo Rentner sagen, Todesstrafe ist super geil, würde ich sofort machen. Eine sehr emotionale,
nicht bedachte Reaktion, okay? Dass in Köln jetzt natürlich sich für die Todesstrafe ausgesprochen wurde, ist etwas sehr Interessantes, sagen wir mal. Entscheidend hierbei ist, das Ganze nicht zu verurteilen, sondern die Menschen trotzdem zu verstehen. Aber auch auf der anderen Seite zu verstehen, was eine Todesstrafe für Folgen hat. Es wird zwar dafür argumentiert, dass die Todesstrafe als Abschreckungsmittel dienen soll. Wer noch einmal pusht, dem droht die Todesstrafe. Das ist ein Argument, was viele Leute sehr gut nachvollziehen können. Die Frage ist natürlich, wie der Regierungsapparat dieses Mittel, falls es durchgesetzt werden, nutzt. Für was gibt es denn dann die Todesstrafe? Fürs Putschen? Fürs Morden? Fürs Vergewaltigen? Für Steuerhinterziehung? Oder vielleicht sogar für ein Gedicht? Na? Wer legt dann fest, für was die Todesstrafe zu gelten hat? Denn aktuell wird in der Türkei mit neuen Gesetzen nur um sich geworfen. Herr Erdogan ist, wie gesagt, ein sehr manipulativer Mensch. Er weiß, wie man Massen bewegt, auch wenn die Methode natürlich eine andere Sache ist. Fakt ist, dass die Menschen darüber nachdenken sollten, wenn sie die Todesstrafe wirklich wollen, was wie gesagt barbarisch und mittelalterlich ist, wissen sie um die wahren Konsequenzen. Denn wenn man sagt, die Todesstrafe gilt für noch viele andere Dinge, dann macht man die Leute mundtot. Das heißt, das erste Ziel ist, keiner soll mehr putschen, denn sonst Todesstrafe. Das nächste Ziel könnte sein, wer kritisiert, Todesstrafe. So, und Kritik ausüben ist ein ganz wichtiges Mittel, okay? Bürger oder Journalisten oder was, wer auch immer, muss in der Lage sein zu kritisieren, was gerade falsch läuft. Damit es auch eventuell andere sehen, damit man das mitbekommt. Man lebt ja doch ein bisschen in seiner eigenen Blase so. Wenn aber Kritik nicht ausgeführt werden kann, verlieren wir die größte Stärke von Demokratie. Und zwar genau diese Reibungspunkte. Kritik muss geäußert werden, aufgenommen werden und verstanden werden. Und dann kann man miteinander reden. In einem Interview hat mir jemand gesagt, dass Erdogan etwas Tolles geschafft hat, indem er die Kurden und Türken alle zusammen auf die Straße gebracht hat, um den Putsch zu stoppen. Es ist von seinem Standpunkt her wirklich etwas Tolles, wenn die Leute sich vereinen, die vielleicht sich normalerweise nicht so gut verstehen. Der Punkt ist, dass genau so ein Zeitpunkt dafür genutzt werden soll, dass man anfängt miteinander zu reden. Dass man anfängt miteinander gemeinsam Probleme zu lösen. Gerade wenn man für den Moment einen gemeinsamen Feind hatte, okay? Wie gesagt, ein Militärputsch ist etwas nicht Gutes, auch wenn es in der Türkei Tradition hat, mehr oder weniger. Der entscheidende Punkt ist nun, bitte denkt nach. Urteilt nicht so hart, sondern hört den Leuten zu und versucht, sie zu verstehen. Wie gesagt, es ist für viele Leute überhaupt kein Problem, sehr viele positive Dinge zu nennen, die Erdogan in irgendeiner Form vollbringt. Beziehungsweise seine Partei oder wie auch immer man jetzt diese Demonstration werten möchte. Na, viele sagen, das geht ja gar nicht um Erdogan. Das ist doch total in Ordnung. Das, was ich rüberbringen möchte, ist den anderen versuchen zu verstehen. Auch wenn ihr denkt, holy shit, der labert nur Müll. Denn die 30.000 Leute, die sich für die Todesstrafe aussprechen, denken, dass wir nur Müll denken. Aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, ne? Das war mal ein Lied, ein schönes. Das ist immer noch ein Punkt, der gilt, okay? Und ich möchte jetzt auch in den Kommentaren hier niemandem etwas verbieten oder so. Entscheidend ist bloß, hört zu und denkt auch über die andere Seite nach. Versucht zu verstehen, warum jemand einen Menschen unterstützt, der vielleicht für einen anderen Menschen der absolute wahnsinnige Diktator ist. Denn Standpunkte können manchmal völlig verschieden sein und manchmal reicht da das Herkunftsland oder ein gewisses Verständnis für das Land, okay? Ihr merkt, Feedback Sonntag wird immer seltsamer. Ich persönlich möchte euch aber nicht mit Politik volllabern, sondern eher mit Ethik, okay? Das Gemeinsame, das Friedliche ist wichtig, okay? Dass wir miteinander klarkommen, auch wenn man natürlich anders denkt. Und es ist natürlich ein Thema, worüber man Jahrzehnte reden kann, okay? Deswegen beurteilt dieses Video auch nicht zu hart. Es bleibt einfach nicht genug Zeit für tiefere Gespräche. Ich möchte euch sagen, beliest euch, versucht zu verstehen und versucht auch den anderen zu respektieren und zu akzeptieren. Und natürlich nicht zu vergessen, zu diskutieren. In friedlicher Art und Weise. Gut, ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ride.